Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich habe heute ein Tauschpaket für euch, und zwar ich habe ein Tauschpaket mit der lieben Svenja vom Kanal Svenjamin gemacht. Es geht um Deko-Sachen, haben wir so ausgemacht, und 10 bis 15 Euro, glaube ich, war das. Ja, und ich habe das schon seit ein paar Tagen bei mir, aber das Wetter hat nicht so mitgespielt, war immer so dunkel, und ja. Und die letzten Tage hatte ich auch nicht so viel Zeit zum Drehen. Heute haben wir Wochenende, habe ich mehr Zeit. Ich weiß aber nicht, wann das online kommt, weil, ja, mal schauen. So, ich würde sagen, wir fangen mal an und viel Spaß dabei. Schaut mal, alles in Rot mit Pünktchen, mit weißen Pünktchen. Oh, sieh, das ist aber sehr süß, das Paket. Alles nummeriert. Bei mir, es tut mir leid, Svenja, wenn es dir nicht, aber ich bin nicht so begabt bei Geschenk verpacken und so. Und ja, und ich hoffe trotzdem, mein Paket gefällt dir. Und ja, ich würde sagen, jetzt machen wir mal auf und ich lese jetzt ein Brief von Svenja vor, alles süß geschrieben. Lieber Vera, ich freue mich total, dass wir zusammen ein Video drehen. Ich hoffe, du magst die Dinge, die ich euch ausgesucht habe. Mit sehr viel Liebe, oh nein, habe ich das ausgesucht. Mit der Nummer 1 beginnst du. Hier wirst du das Thema meines Tauschpakets erfahren. In Liebe, Svenja vom Kanal Svenjamin. Und dann ein Herzchen hat sie noch gemalt. Oh süß. Schaut mal. Ja. Oh, bin ich aufgeregt. Meine ist nicht so schön geworden wie deine, aber ich hoffe trotzdem, es gefällt dir. Und ja, wir machen jetzt mal auf mit der Nummer 1. Ich freue mich. Ah, mein Holz. So, wir machen mal. Wir suchen die Nummer 1 jetzt. Das ist die 3, die 4, die 2, die 8. Oh, alles so süß verpackt. Die Nummer 5, wo ist denn die 1? Alles. Die 7. Die 1 ist hier. Auch süß verpackt. Ich weiß aber nicht, was das ist. Nee. Kann ich nicht erraten. Nee, weiß ich nicht. Wir schauen mal. Oh, schade für das. Wegen dem Geschenkpapier. Aber ich muss das abreißen. Ja, die Nummer 1. So. Ja. Die 1 dann. So, ich bin aufgeregt. Ah, wie süß. Summer. Ja, darauf bin ich ja nicht gekommen, aber sieht so süß aus hier für meine Küche. Dankeschön. Stelle ich gleich mal hier hin. Dann die Nummer 2 hatte ich vorhin schon gesehen, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo da. Da steht hier auch was geschrieben bei den 1 nicht. Und hier steht Sommer 2018. Die Farben sind ein Muss. Ich liebe diese Tiere. Oh, süß. Schauen wir mal. Das hebe ich auf, diesem Kärtchen. Mache ich immer, wenn ich Tauschpakete kriege. Ich packe das zur Seite. Ist das süß? Wir hatten die gleiche Idee. Aber sehr süß. Ja, sehr süß gemacht. Einmal in Blau und einmal in Pink. Schmetterlinge, Untersätze oder zum Dekorieren. Oh, schön. Dankeschön. So. Jetzt Nummer 3. Oh, so süß hast du das gemacht, Svenja. Die Nummer 3 ist hier, glaube ich. Ich sehe da nicht. Vorhin hatte ich. Doch, hier. Die Nummer 3. Heute ein bisschen geschminkt, die Augen kräftiger, aber wollte mal ein bisschen
ausprobieren. So. Achso, Entschuldigung, hier steht noch was. Diese Frucht darf im Sommer bei mir nicht fehlen. Als Symbol habe ich dir das gekauft. Oh, wie süß. Bei mir auch nicht. Ich liebe Wassermelone. Und im Sommer sowieso. Im Winter nicht so, weil ich mag das sehr kalt. Ich esse das kalt. Oh mein Gott, riecht das lecker. Ich habe das noch nie gesehen bei Kik. Achso, wir wollten entweder von Teddy oder von Kik Deko kaufen. Aber ich glaube, die ist alles von Kik hier bis jetzt. Oh, ist traumhaft. Mit Wassermelone. Oh, ich liebe den Duft. Svenja, bist verrückt, du. So. Dann die Nummer 5 jetzt. Nee, oder? Nee, die 3, die 4. Ich bin schon durcheinander aufgeregt. Erinnerung. Man sollte jeden tollen Moment festhalten. Oh, was hast du denn hier gemacht? Ich habe das nicht so schön verpackt wie du, weil, wie gesagt, ich kann das nicht so gut. Aber du bist ja ein Profi, ne? Also, Bastelset gelandet. Ja, das ist von Teddy. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Aber finde ich süß. Muss ich schauen, wie man das macht. Habe ich noch nie sowas gebastelt. Bin ja nicht so der Basteltyp, ne? Schaut mal. In Blau. Ja, ich glaube, deine Farben sind so gemischt. So Blau, Pink und so. Und Gelb auch. Wie das Deko-Ding. Aber ich liebe die. Das ist so süß. So, die Nummer 5. Da, auch sehr groß. Ich fand das nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Wenn du das im Sommer benutzt, packt eure Lieblingsfrüchte dazu. Süß. Eiswürfel. Sehr toll. Von Teddy? Ne, von Kik, glaube ich. Sogar mit Silikon und auch in Grün. Ich mag voll Grün. Bei mir ist alles Grün in der Küche, aber Pink und Blau ist auch schön. Wenn du das im Sommer benutzt, packt eure Lieblingsfrüchte dazu. So, die Kärtchen. So, 1, 2, 3, 4, 5 und dann die 6. Oh, ist das groß. Ich liebe. Oh, bestimmt eine Mittwoch, 27.06. Kommt dazu ein Video. Okay, muss ich schauen. Oder habe ich schon? Weiß ich nicht mehr. Fein Liter. 4 Zitronen, 50 Gramm Zucker, 1 Liter Sprudelwasser. Oh, das ist eine Flasche, glaube ich. Für diesen Rezept, ja. Eine Flasche. Eine Flasche. Ja. Die brauche ich sowieso, weil ich mache sehr gerne gute Sachen im Sommer und alles im Kühlschrank packen und oh nein, sogar mit Wassermelone. Oh, du bist verrückt. Die ist ja so süß. Süß. Wollte ich mal riechen jetzt. Ich rieche schon daran. Das ist doch keine Duschgel oder so, aber schaut mal, wie süß der aus. Ja, den das Thema Tauschpaket ist bestimmt Wassermelone, glaube ich. Bis jetzt war alles mit Wassermelone. Ja, ich liebe auch Wassermelone. Oh, süß, danke schön, auch in Grün für meine Küche. Sehr süß, danke schön. So, die Nummer 6, glaube ich. Nee, die 7. 8. 9. Für deine Liebsten. Sie dürfen natürlich nicht fehlen. Für die Kinder bestimmt. Ich wollte auch für deine was kaufen, aber ich habe es dann wieder vergessen. Tut mir leid. Nächstes Mal. Ich hoffe, wir machen irgendwann mal was anderes zusammen. Irgendwas, ein anderes Video. Sie hat dann alles gedacht. Ja, Frozen. Da wird sich die Bruna freuen. Sie liebt Frozen über alles. Dankeschön, Svenja. Dankeschön.
So, dann noch zwei Sachen und dann sind wir schon am Ende des Videos. Ja, schade. Aber so ist das Leben. Die Do-It-Yourself, das ist selbst gemacht. Ich liebe Essen. Darf natürlich in diesem Paket nicht fehlen. Jede Frau braucht Strauch. Jede Frau braucht Strauch. Oh, Stauhaum. Kann ich mir lesen. Kann ja nicht mehr lesen. Irgendwas. Ja. Oh, sogar mehrere Sachen drin. Bist verrückt, du. Pastel-Acrylfarben in Blau. Bestimmt zum Anmalen für die Kästchen, Holzkästchen. Ja, das ist aber von Teddy, die Sachen. Ja. Oh, süß. Schaut mal. Alles da drin gepackt. Sogar hier mit Glitzer, da kann man malt das mit dem Pinsel. Ja, erstmal die, glaube ich. Dann die Glitzer. Und dann die Schmetterlinge. Die Schmetterlinge, ja. Ist an alles gedacht, aber so begabt bin ich ja nicht beim Basteln. Ich kann ja nicht basteln, aber schaut mal, so süß. Die Acrylik, dann die Glitzer. Und dazu hat sie noch einen Pinsel für die Farbe. Und dann das. Und dann, ja, do it yourself, wie sie gesagt hat. Sehr süß, Dankeschön. Sehr süß. Und der letzte Artikel und ist leer. Schade. Ja, oh. Ich freue mich. Ich habe einen Lutschbonbon. Ja. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Ich liebe die Sachen, alle Sachen. Diesen Bonbon ist für dich. Ich hoffe, du freust dich. Ich weiß aus einem meiner Videos, dass du es toll fandest. Bin extra in 4 Laden gewesen und hatte Glück. Ist verrückt. So. Ja, ich habe die geliebt. Sie hat ein Schnäppchen-Haul gemacht. Und ja, da waren diese Ostern-Sachen für 10 Cent. Da hat sie dann noch welche gekriegt. Oh, süß. Schaut mal, die und der. Die haben jeweils 10 Cent gekostet, weil es von Ostern ist. Einmal die kleine mit Frohe Ostern in Gelb. Dann das große mit deinem Küken. Sehr süß. Und zum Schluss diese. Da habe ich schon Ostersachen für nächstes Jahr. Für nächstes Jahr, genau. Nee, doch, für nächstes Jahr. Ja, liebe Svenja, es hat mich sehr gefreut. Dein Tauschpaket ist sehr süß. Alle Sachen haben mir sehr gut gefallen, sogar hier. Vielleicht werde ich noch Profi daran, aber werde ich versuchen, die zu machen. Ich habe noch nie sowas gemacht. Ja, Dankeschön. Der Paket war sehr, hat sehr süße Sachen drin und ja, ich freue mich. Und ja, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich sehr für dich, an dich, liebe Svenja. Und ich hoffe, wir machen irgendwann mal ein Video zusammen wieder. Und ja. An alle anderen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Ich freue mich immer und ich sage Tschüss und mach's gut.